Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Assassin's Creed Valhalla. Da habe ich ja schon angekündigt, dass wir das spielen. Jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe ja die alten Assassin's Creed Teile auch alle 10.000 Mal durchgespielt. Und Assassin's Creed 2 habe ich ja hier durchgespielt auf dem Kanal schon. Und Black Flag habe ich angefangen, aber Black Flag läuft nicht so gut. Ich habe mir überlegt, dass jetzt damit jetzt aufzuhören. Vielleicht kommen noch zwei Folgen raus und dann ist gut. Und ich freue mich schon richtig auf Valhalla, habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist jetzt im Wikinger-Setting in Skandinavien und England. Vielleicht auch Paris, also im DLC vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es da noch nicht gespielt. Und so, fangen wir dann erstmal ein neues Spiel an. So, ja. Wir spielen Entdecker, also wir spielen eigentlich alles auf Standard, weil ich weiß nicht, wie das Spiel ist. Ich will mich nicht übernehmen, aber auch nicht zu wenig machen, deswegen lassen wir alles auf Standard, auf Wikinger, Schwierigkeitsstufe. Schleichen machen wir auf Assassine, ist auch Standard, ne? Und dann geht's auch sofort los, ne? Viel Spaß, abonnieren, Daumen hoch, ne? Würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt hauen wir mal richtig rein. Still. Ihr Kinder der Götter, hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet. Doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja. So, willkommen im Spiel, ne? Das ist jetzt Eivor. Männlich oder weiblich, weiß ich nicht. Oh, wir sind in im Schlafzimmer sehr wahrscheinlich hier. Ja, im Schlafzimmer sind wir. Wir haben da irgendwas geholt, was genau weiß ich nicht. Sehen wir uns mal um hier, was haben wir hier Schönes. Gehen wir mal zur Tür. Hallo, geht's nicht weiter? Hallo. Also, das war mal ein bisschen komisch jetzt. Eivor, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Vielen Dank für das Lied, das ist ja wirklich wunderschön, das Lied hier, ne? Was haben wir hier noch? Ja, da bist du ja, kleine Dringer. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Eivor. Hast du den Reif? Zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dyrbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Eivor. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Mein Schwert dürstet nach Blut. Ich bin bereit für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Guck mal, wir können hier sogar tanzen. Probieren wir das doch mal aus. Mal gucken, was jetzt passiert. Ah, erstmal die Begrüßung, ne? Und dann wird angefangen zu humpeln. Nein.
Oh, sogar die Hand kommt jetzt noch dazu. Na, das reicht. Getanzt haben wir jetzt genug. Schlug ab die Köpfe der freudlosen Heroende. Ich sang von Odins Trunk und schnitt. Mordsgerl, der Typ, ne? Was haben wir? Jetzt müssen wir hier entlang. Oh, was ist das denn? Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Ah ja, das war also Sigurd. Durch meinen Hammer. Da tanzen auch noch ein paar Leutchen. Was haben wir hier noch? Hier können wir noch spielen. Probieren wir das auch nochmal aus, bevor wir weitermachen. Wie spielt der hier? Der steht also rum und guckt die Leute an. Nein. Er wirft einen Ball nach oben und fängt ihn. Oh, schöne Beschäftigung. So, gehen wir weiter zu Varin. Ist ja wahrscheinlich der Vater von Eivor. Hallo? Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. So, wir gehen jetzt und überbringen das Geschenk ans Königstyrbjörn, oder wie darauf ausgesprochen wird. Eivor, warte. Skål! Aufs Tyrbjörn! Den wahren König von Rygjafylki! Heute Nacht werden wir alle neu geboren! Skål! Eivor, komm! Mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt, weil Odins Bet uns Stärke bringt. Heldenmut und Ehre gilt. Ein Krieger fällt Valkyria. Ein Krieger fällt Valkyria. Nach Valhall wird der Held gewahrt. Das Horn wird die große Macht. Geh! Du nicht, Eivor. Jetzt noch nicht. Nur wie immer dürfen wir nicht kämpfen hier, ne? Wir sind ja noch ein Kind. So, guck dir mal das Feuer an, das sieht ja aus. Naja, egal. Wir sind jetzt alleine in der Halle, wir müssen anscheinend raus. Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Eivor!
los. Nach Valhall. Feuer! Sigurd, nimm das Pferd! Na gut, warte hier. Ich hab dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure. Akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! Yeah. Die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht, wieso. Behebt das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Ja, also hier haben wir einmal männlich-weiblich Eivor zu spielen. Jeweils den stärkeren Datenstrom wird ausgewählt, dann haben wir männlich oder weiblich zu einer bestimmten Mission oder zu einem bestimmten Kapitel. Dann haben wir hier noch einmal männlich und weiblich. Ich habe mich für komplett männlich entschieden, weil ich mag das auch von den älteren Assassin's Creed Teilen noch. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18? Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters.
Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest seines Trupps. Lass sie leiden. Ivo Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Na, so kann man es auch machen, nicht? So, jetzt können wir nicht selber spielen, Eivor. Und zwar schon, als er, wenn er männlich ist. Da können wir mal ein bisschen rummetzeln. So, Norwegen 872. Haben wir gerade durch Ehre gebunden. Spielen wir gerade. So, hier haben wir... Wir haben jetzt anderes System hier auch in dem Spiel. Ne, Kampfsystem von Valhalla, von Odyssey und Origins. Aber so ein bisschen... anders halt, ne? Was soll ich sagen? Auf jeden Fall, wie wir uns heilen können, ist dann halt nicht mehr so wie in Odyssey, dass wir mit den Fähigkeiten uns aufheilen konnten. Oder in Origins, wenn wir halt inkognito sind und dann uns für uns verstecken. Das funktioniert nicht mehr. Jetzt haben wir so eine Ration sozusagen, zum Beispiel hier in so eine Büsche. Proviant ist voll, ja genau. Durch Proviant können wir uns heilen. Das heißt Essen. Und dann kriegen wir halt wieder Energie zurück, womit wir dann weiterspielen können. So, nehmen wir erstmal den Aussichtspunkt hier mit, dann haben wir schon mal ein bisschen über den Blick. Okay, das hätten wir schon mal. Wo der Einbrecher meine Leute gefangen hält. Ah ja. Also finde und rette deine Besatzung. Das ist das aktuelle Ziel. Aber bevor wir das Ziel machen, ich glaube, wir müssen. Wohin müssen wir überhaupt? Ah, dann nach oben. Okay. Das ist übrigens die Karte hier. So sieht die Karte aus. Ziemlich groß. Ne, hier ist Vornberg. Da müssen wir nachher hin. Hm. Ja, hier haben wir noch ein Dörfchen. Auf jeden Fall, aber bevor wir hier die Mission weiterspielen, Online-Dienstfehler, ja, Online-Dienst brauchen wir jetzt gerade nicht. Bevor wir die Mission weiterspielen, gehen wir erstmal hier hin. Das ist ein Reichtümer, da kriegen wir irgendwelche Ausrüstungen, Kohlenbarren, also wofür wir die später zum Verbessern unserer Rüstung brauchen oder was auch immer. Oder Gold, keine Ahnung, auf jeden Fall, sowas bekommen wir dann halt und das ist halt wichtig. Oder zum Beispiel Fähigkeiten sind auch dabei. Die kriegen wir aber erst später, sehr wahrscheinlich. Ja, dahin gehen wir erstmal, weil das brauchen wir als erstes erstmal, um uns ein bisschen auch aufzuleveln. Ich muss vorsichtig sein. Ja, sind wir ein bisschen vorsichtig. Odins Sicht, ja genau, jetzt haben wir hier nicht mehr... Adlauge oder sowas, sondern haben wir Odins Sicht, das ist das, was ich gerade gemacht habe. Oh,
Hä? Warum haben wir nicht getroffen? Okay. So, jetzt aber Headshot. Plündern und dann hätten wir, glaube ich, alles. 3 Silber kriegen wir noch. Hier haben wir auch noch was zum Plündern. Da sind wir noch alles mit. Pfeile. Hier haben wir noch ein bisschen Proviant. So, Proviant ist aber voll. Das ist gut. Und gehen wir mal weiter zum markierten Punkt. So, hier wären wir dann endlich mal. Hier sind auch einige Soldaten. Wir wollen mit denen aber noch nicht kämpfen. Das können wir später machen. Erstmal wollen wir hier hoch. Ja, sehr wahrscheinlich sind das Kohlebarren, die wir hier bekommen. Weil auf der Karte wurde das jetzt schon langsam aufgedeckt da. Sieht man oben auf der... Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Nicht Karte. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Auf jeden Fall, da oben sieht man irgendwelche Barren da, ne? So, wo lang müssen wir hier hoch? Ja, da entlang. So, genau. Barren, Bücher des Wissens und Ausrüstungen bekommen wir hier. Bei diesen gelb markierten Punkten da. Die sogenannten Schätze. So, hier kriegen wir noch ein paar Pfeile. Und dann müssen wir das einmal durchschießen, damit wir hochkommen. So, hier haben wir eine Truhe, da sind die Barren drin, Kohlenbarren, ja bitte. Haben wir, glaube ich, einen erhalten. Ja, hier haben wir noch was zum Plündern. Nehmen wir alles mit. 7 Silber kriegen wir noch und dann hätten wir das auf jeden Fall hier schon mal geschafft. Oh, boah, ich dachte, wir sterben jetzt nicht, oder wir fliegen ins Wasser, aber leider nichts davon. Das heißt eigentlich leider, ne? So, die Kohlenbarren hätten wir jetzt erstmal. Hier haben wir noch ein paar Soldaten und haben wir unten noch ein paar Rohstoffe, die wir gebrauchen könnten, zum Verbessern später. Ja, da unten haben wir noch was im Wasser. Aber vorher haben wir hier noch einen Soldaten, den müssen wir mitnehmen. So, 2x Headshot. Haben wir hier noch ein paar Soldaten? Irgendwo? Hä, wo ist der Typ eigentlich, den wir abgeschossen haben? Mach egal. Haben wir hier noch irgendwo einen? Hier muss doch noch einer irgendwo sein. Da hinten ist noch einer. Oh, der kommt gerade auf uns zu. Verstecken wir uns mal und greifen den gleich von der Seite an. Oder kriegen wir den hier schon? Ne, leider nicht. Warten wir mal, bis er hier vorbeikommt. Und dann sofort, zack, bitte noch einen Headshot. Und den hätten wir dann auch. So, hier muss aber irgendwo noch ein Schatz sein, da unten. Da unten war ja noch einer, im Eis, unterm Eis. So, wo ist er? Hier. Dann müssen wir das immer kaputt machen, damit wir runter können. Und ab ins Wasser. Sehe ich nichts mehr, egal. So, oh, wir sind an der falschen Stelle. Jetzt kommen, glaube ich, nichts mehr raus. Oder? Hallo? Hallo? Nach oben mit uns, nach oben. Oh, hier ist sogar ein Schiff runter. So, nochmal runter jetzt. Und dann hier haben wir, was bekommen wir hier? Leder und Eisenerz, genau. Das brauchen wir auch zum Upgraden später. Sehr wichtig. So. Ich glaube, jetzt hätten wir, glaube ich, alles. Gucken wir noch einmal zur Sicherheit. Wenn wir wirklich jetzt alles haben. So, ja. Wir haben jetzt wirklich alles. Gehen wir mal weiter zur nächsten Mission. Also zur Mission und... Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Ja. Dark, du alter Hund. Du lebst. Oh ja. Hab mich vom Schwertkorps weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwaldsnes auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie. Du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau.
Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Habt ihr gesehen, das war noch ein richtiger Wikinger. So, Schlacht um die Nordwege. Ah ja. Das spielen wir jetzt. Jetzt haben wir Rüstung bekommen. Ein Schild haben wir bekommen. Vom Rabenklang, glaube ich. So, Waffen. Wer das lesen will, kann das hier kurz pausieren. Das kenne ich schon. Haupthand ist auf der Seite. Nebenhand auf der. Das heißt, das ist Hauptwaffe. Axt zum Beispiel. Und andere Hand ist Schild. So, hier zum Beispiel Rabenklang-Schild. Ja. Hier, bitte, sehr. So. Na, das können wir noch nicht verbessern. Haben wir zu wenig Ressourcen. Ansonsten haben wir nichts weiteres. Schade eigentlich. So. Hier habe ich noch einen Punkt. Übrigens hier das Schild, ne? Ich muss mich mal kurz mit den Tasten hier mal ausfindig machen. Oh, jetzt rufen wir mal Sünnen, den Raben. Flieg, Freundin. So. Schade, dass man die Soldaten hier nicht markieren kann. Das stört mich so ein bisschen. Das hat mir in Assassin's Creed Origins und Odyssey besser gefallen, dass man noch die Soldaten markieren konnte. Mit dem Adler. Kjötvis Krieger oder kaufen mich Öchwalsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Dann gehen wir mal hier durch, ne? Auf jeden Fall, ich habe auf der Karte noch einen Links markiert. Noch einen Schatz, den Reichtum haben wir noch markiert. Und den holen wir uns jetzt auch noch, bevor wir weitermachen hier. So, kriegen wir den vielleicht hier noch irgendwo? Übrigens, versteckte Klinge haben wir nicht. Das heißt, wir müssen alles mit Axt und Pfeil und Bogen machen. Was die Sache komplizierter macht, als sie schon ist. So, hier kommen wir nicht weiter. Gehen wir mal hier entlang und dann versuchen wir unser Glück hier durchs Fenster. Ja, das funktioniert sehr schön. So, das können wir hier auch noch einen Plünder mitnehmen. Haben wir. Noch einen Kohlbarren, gut. So, das ist der einzige Weg rein und raus, abgesehen von den 2 Türen, die wir aufbrechen könnten. So. Jetzt hätten wir, glaube ich, einfach alles. Jetzt. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Gut, probieren wir das mal. Gehen wir mal ins Setzen des Langhaus. Dann müssen wir, ist ja die Hauptmission jetzt. Finde und rette deine Besatzung, ja. Das ist unser Ziel. Gehen wir erstmal nach oben aufs Dach. Weil hier soll eine Öffnung da sein, irgendwo. Vielleicht hier. Ja, hier ist eine Öffnung, da können wir rein. Hallo. Wenn du dich weiter so windest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas. Also das ist meine Ansage, nicht? So. Hier können wir nicht runter. Da ist leider was dazwischen. Gehen wir mal am besten... Hallo, können wir... Nee, da können wir nicht durchschießen. Nee. So, lassen wir uns mal fallen hier an der Stelle. So. Ah, ich habe den Teppich da nicht gesehen. Da runter war ja noch... Na, scheiße. Egal, gehen wir mal hier rüber und dann vielleicht können wir den nicht... Oh. Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Ich hau dich in zwei. Ich schick dich direkt zu Hel. Nie nieder, Wolfsmann. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! So, wie ihr seht, ne, da diese komischen, leuchtende Bereiche an seinem Arm.
Einen haben wir ja gerade getroffen. Das sind sozusagen seine Schwachstellen. Wenn wir die treffen, dann verliert er ziemlich viel an Leben. So, jetzt haben wir keine Pfeile mehr. Jetzt müssen wir welche nachfühlen dann hier irgendwie. So. So, das hätten wir geschafft. Jetzt könnten wir den eigentlich betäuben. Aber kämpfen wir mal so weit. Oh, das war knapp. Kämpfen wir mal am besten so weiter. So, jetzt haben wir ihn. Ausdauer. Ja, Ausdauer ist ziemlich wichtig. Ausdauer wird verbraucht, wenn du ausweichst oder einen Angriff fehlschlägt. Ja, das ist scheiße. Das ist übrigens neu. So, den Schuss noch. Komm, hau mal zu. Dass sie bis zum bitteren Ende festhalten soll. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Tötet sie alle! Nein! Oh, was haben wir denn hier Schönes? So, wir sollen anscheinend folgen. Tun wir das doch mal. Was passiert jetzt? Was ist mit dir? Bind uns los! Was? Oh, ja, natürlich. Oh, oha! So, wir haben Varin Axt bekommen, Rabenklein Mantel, Rabenklein Rüstung und Armschiene Hose, das haben wir alles bekommen. Oh, oh, ich dachte, das war Holz. Ja, gut, machen wir mal die Tür auf hier. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. So. Haben wir hier noch was zu plündern? Sieht momentan nicht so aus. Guck dir den Scheiß mal an, also ehrlich. So, begib dich zu deinem Langschiff. Hi, Captain, machen wir das auch? So. Die Karte Langschiff ist hier vorne, okay. Können wir da hin? Oh, da kommen auf uns viele Leute zu. So, oh, nee. Aber wisst ihr was? Am besten, wir weichen im Kampf aus. Klettern am besten hier nach oben mal. Und gehen aus der gleichen Stelle raus, wo wir hergekommen sind. Also oben am Dach. Und dann, schleichen wir sozusagen zum Langschiff. Ohne einen Kampf zu, bestreiten. Das wäre momentan das Beste für uns, glaube ich. So, hier hoch. Schmeißen wir uns gleich einmal hier rüber. So. Schnell wieder hier raus. So, Langschiff ist hier vorne. Ist da vorne. Dann gucken wir mal, haben wir hier noch irgendwelche Soldaten um uns rum? Sieht momentan nicht so aus. Dann könnten wir doch einfach mal hier rüber. Also da unten sind welche, aber hier... Scheiße, wir haben hier keine Verbindung zum nächsten Haus. Scheiße, wo lang gehen wir? Hier, oh, da ist eine Verbindung. Darüber. Ja, das machen wir. Hier runter einmal. Hoffentlich sieht er uns da unten nicht. So, hier entlang können wir. Dann einmal hier entlang. Wisst ihr was? Gehen wir aber mal hier durch. Komm, hier haben wir noch ein bisschen Proviant. Ne, gelbe Feder, das war kein Proviant. Gehen wir hier durch, hier wieder hoch. So, hier wieder hoch, aufs nächste Haus. So. Und dann sollten wir eigentlich schon da sein. Du
ist erledigt. Ja gut, mit denen müssen wir uns jetzt auch nicht anlegen, ne? Die haben uns ja nichts getan. Naja, wenn wir so denken würden, ne, dann sind wir falsch an dem Spiel. Na, aber ich wollte einmal dem Kampf entgehen. Segeln heim nach Vornberg. Gut. Machen wir das, Führung übernehmen und weg mit uns. Nehmt eure Ruder. Die Wahlstraße führt uns heimwärts. Götter, das wurde ja auch Zeit. Nicht quengeln, sondern rudern. So, also ich würde mal sagen, das hätten wir dann mal geschafft hier, ne? Und an der Stelle, das Video ist ja jetzt schon 35 Minuten lang. Ich würde mal sagen, das war es auch schon in der Folge. Übrigens, das ist die Karte hier nochmal, ne? Hier sind nochmal ein paar Schätze. Ich würde euch ganz doll empfehlen, wenn ihr das Spiel spielt, macht erstmal vorher alles, bevor ihr nach Vornberg kommt. Weil wir müssen leveln. Du bist recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Ja, okay. Auf jeden Fall beim nächsten Mal machen wir im Dorf da weiter, ne? Wenn dir das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssle!